In der heutigen Sitzung des Sächsischen Landtages habe ich den sächsischen Wirtschaftsminister Herrn Dulich gefragt, ob vor dem Hintergrund, dass auch die Ukraine Teile des Minsker Abkommens nicht umsetzt, eine Aufrechterhaltung der Sanktionen nur gegen Russland notwendig und vertretbar ist. Herr Dulich hat mir ausweichend geantwortet, dass er jetzt keine zusätzlichen Sanktionen gegen die Ukraine möchte, und hat damit den politischen Aspekt der Sanktionen ausgeblendet. Ich habe dann nachgefragt. Das Ziel der Sanktionen ist ja nicht Wirtschaftswachstum in der Ukraine oder in Sachsen. Das Ziel der Sanktionen ist Frieden in der Ukraine. Und wenn eine Konfliktpartei wie die Ukraine maßgeblich daran beteiligt ist, dass das Minsker Abkommen nicht umgesetzt wird, dass es keine Verfassungsänderung in der Ukraine gibt, die zu mehr Dezentralisierung führt und weitere Schritte des Minsker Abkommens möglich machen würde, dann ist es aus meiner Sicht entweder notwendig, auch gegen die Ukraine Sanktionen verhängen oder Sanktionen auch gegen Russland endlich aufzuheben und in der Sache weiterzukommen. Aus meiner Sicht ist die Ukraine mindestens genauso verantwortlich für den Krieg in der Ostukraine wie Russland, eher sogar mehr verantwortlich. Es sind nämlich in der Tat nicht reguläre russische Truppen, die in der Ostukraine im Krieg stehen, aber es sind reguläre ukrainische Gruppen, die in der Ostukraine einen Krieg gegen das eigene Volk führen.